Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei mir, dem Scheunigen. Zurück zu Monster Sanctuary. Ja, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass es hier einen Champion-Monster gibt. Hier bin ich halt während des Grindings mal langgelaufen. Da habe ich auch diese Monster hier getroffen. Die sind jetzt aber nicht so besonders. Aber das ist der Gegner, den ich unbedingt bekämpfen will. Und der mich jetzt gleich wahrscheinlich zerlegen wird. Also unser heutiges Ziel ist es halt erstens, den hier zu besiegen. Weil er nicht allzu stark ist. Geht tatsächlich sogar noch. Ich brauche hauptsächlich Nahkampfangriffe. Um den Drachen zu besiegen. Die sehen aber auch so cool aus. Also die Drachen sind meiner Meinung nach das Beste in diesem Spiel. So, ihr kriegt jetzt erstmal alle einen Säuresturm ab. Schade. Genau der Große hat es nicht bekommen. Aber wenigstens kriegt der Frost. Warum habe ich nicht Kraft vor Eissturm gemacht? Keine Ahnung. Entschuldigung, hier knarzt gerade der Boden. Ich weiß nie, wie gut man Hintergrundgeräusche hört. Und Zip verreckt hier gerade. Was zum Geier? Sporenwolke! Okay, wenigstens habt ihr alle welche drauf bekommen. Teamplay mit dir? Und Heilung mit ihm. Bevor ich Zip verliere. Wenigstens scheint keiner von denen Mehrfachangriff zu haben. Ich habe nichts gesagt. Also Sven kann ich austauschen. Psycho. Schließ dich dem Kampf mal an. Ich versuch's nochmal mit Säuresturm und hoffe, dass der große Drache jetzt Säure abbekommt. So richtig gut. Ja! Oh! Da hat's gerade Debuffs gehagelt. Oh nein. Ein Glück. Es ging gerade so gut. So, ich glaube, es brennen noch nicht alle. Du darfst bitte einmal helfende Hand auf Zip einsetzen. So, Eissperrsalve. Dann werde ich wenigstens einen Drachen los. Oder gleich zwei. Jetzt habe ich nur noch den großen vor der Nase. Aua. So, jetzt habe ich nur noch einen Einzelgegner. Der hat alle Debuffs drauf. Dann mache ich Hochspannung, weil das hat die meisten Treffer. Jawohl. Helfende Hand. Weil ich ihn mal voll heilen muss. Und die Eissperre. Den sollten wir eigentlich gleich down haben. Oh, er macht einen ganz normalen Angriff. Was für ein Loser. Ja, wieder Hochspannung. Doch, die Kombo.
Okay. Ich heb mir den Mega-Schaden für Sunny auf. Er ist auch erblindet jetzt. Er hat 9-mal Bluten drauf. 15-mal Bluten, Junge, bist du mit Wunden übersät? Okay, was besonders gegeben hat der jetzt aber nicht. Kann ich die Wand noch einschlagen? Nö. Okay, das war einfach nur ein cooler Bossfight. Okay, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach den 3 Blob-Statuen. Das kann eine Weile dauern, deswegen Ultra Cut. So Leute, eine Statue habe ich schon mal gefunden. Hier im Sonnenpalast, ganz unten. Bin gespannt, was der Blob-Schlüssel auslöst. Okay, die hat sich jetzt verfärbt, die Statue. Ich habe jetzt gerade ungelogen 20 Minuten gebraucht, weil ich einmal hier das Gebiet komplett abgelaufen bin. Da müsste ich noch mal ein bisschen gucken in dem Gebiet, in dem Eis. Ich bin den ganzen Sonnenpalast abgelaufen. Ja. Und jetzt muss ich die Höhle und die Höhle noch mal durchgucken. Also ich darf jetzt noch 2 weitere Blob-Statuen finden. Ich kann mir das auch gut so vorstellen, dass eine links auf der Karte zu finden ist, eine mehr so mittig und eine ganz rechts im Bereich. Weil hier war jetzt, glaube ich, die Eisstatue oder die Wind. Ja, ich darf dann jetzt weitersuchen. Also wieder bis gleich. Leute, bin zurück. Hab die 2. Statue gefunden. Ich habe mich jetzt extra schlau gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte zu suchen. Die 3. Statue ist in einem Biom, was noch kommt. Also, ja. Aber die habe ich noch selbst gefunden. So, Blobschlüssel in die Blobstatue. Jetzt habe ich den grünen Blob. So, und jetzt darf ich erstmal nochmal einen weiteren Cut machen, bis ich an der Stelle bin, wo ich zum nächsten Biom komme. Und nochmal, bis gleich. Leute, ich bin in dem Biom, wo es gleich zum nächsten Gebiet geht. Ich hatte ja gemerkt, dass ich hier noch eine Stelle habe, wo ich mit dem Drachen hin kann. Und ich habe hier sehr merkwürdige Monster gesehen. Sind neu und die würde ich gerne mal bekämpfen. Trolle sind das. Ihr seht eher mehr so aus wie Ghule, wenn man mich fragt. Ich habe direkt Rüstungsbruch? Was ist denn das für ein Rotz? Okay, die sind gegen Feuer schwach. Ich bin schon gespannt, was die Trolle können. Ich versuche extra ein Leben zu lassen. Oh, sie werden sowieso leben. Okay, die Fliege, die stirbt so oder so. Coole Attacken, aber nichts Besonderes. So, Feuersturm. Ich sage ja, die Fliege ist jetzt tot. So, jetzt kannst du Teamplay machen. Bei Schwen setze ich wenn auf alles oder nix. So, nochmal Eissturm. Gib mir noch Frost. So, habt ihr noch andere spezielle Fähigkeiten? Steinregen ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ich finde es interessant, wie er zuschlägt. So. Feuersturm und Schwen kann dann den Rest reinhauen. Ach, jetzt kriegt er auch mal einen Debuff. Und zwar mit Luftschlag. So, den Ort hier, den würde ich nämlich gerne noch erkunden. Da konnte ich damals nicht lang. Und direkt so viele Level-Ups. Ich habe übrigens auch noch eine Beutekiste, einen Schubstein und 3 Werkzeugkisten von dem einen Typen erhalten, wo man die Eier abgibt.
Erstmal in die Beutekiste. Nichts Wertvolles. Den Schubstein verwende ich nicht. Weil wie gesagt, der Drache, der bringt mir mehr normal und die anderen brauche ich nicht ändern, weil bei denen das eh egal ist. Okay, da kam auch nichts Spezielles bei raus. Die Level-Up-Zeichen brauche ich jetzt auch nicht raushauen. Und die Skill-Punkte muss ich eben kurz verteilen. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich könnte den Federsturm nochmal aufbessern. Das Gemeine ist, Sven hat halt keinen... eine Fähigkeit, womit er Gruppen treffen kann. Ich hätte es eigentlich lieber, wenn der Federsturm stärker ist. So, bei Zip. Mache ich jetzt am besten endlich mal, dass ich hier die normalen Einzelfähigkeiten mal verstärke. Weil der hat echt schwache Single-Targets-Angriffe und die müssen unbedingt mal verbessert werden. Ja, und du kriegst einfach mal Multifrost. Bei Yannick ist ja wohl klar. Ihnen gebe ich jetzt hier Zorn der Natur, dann machen alle Naturmonster mehr Damage. Und ja, ein paar von meinen Monstern sind halt auch Natur. Wie zum Beispiel Sven. Ich meine, Sunny ist auch Natur. Nee, Geist. Nee, von denen ist tatsächlich keiner so wirklich Natur. Aber die Luftfähigkeit von Sven sollte ich das nächste Mal vielleicht holen. Okay, meine Katze ist verbuggt. Oh, Jut. Solche Höhlen liebe ich natürlich. Und hier ist ein Champion-Monster. Was bist du? Könntest du eine Chimäre sein? Ein verstecktes Champion-Monster, dich bekämpfe ich. Hä? Was sind denn das für komische Werte? Bei dem weiß man ja gar nicht, was gegen den stark ist. Der hat keine Schwäche, aber auch keine Stärke. Okay, du bist so gesehen ein Allrounder. So, erstmal hier dir mega viel... Oh. Der hat Rache. Okay. Das wird gemein. Das wird mega gemein. So, er hat dreimal Frost drauf. Er haut Kraft raus. Das wird überhaupt nicht schön jetzt. Autsch. What the hell? Der rastet ja richtig aus. Okay, vom was habe ich die Stufe 3? Von Schock. Ich will dir gerne Sporen verpassen. Ganz dringend. Vor allen Dingen, das geht nicht mal runter. Das heißt, er wird immer stärker und stärker. Vor allen Dingen, was ist das obere für ein Booster? Stärkefokus. Ach du Scheiße, 85% mehr Schaden, das wird so wehtun. Das wird so wehtun. Und dann nutzt du das Windumbein. Ey, der hat so einen Booster drauf und er nutzt das für einen normalen Angriff. Junge. Geh weg, du Lusche. So, den Federsturm habe ich extra aufgewertet. Das hat auch mega viel Schaden gemacht. So, die Eisschwere. Rein damit. Und danach wechsle ich Sven gegen Psycho aus.
Einfach um den noch zu blenden. Obwohl, brauche ich nicht, der stirbt jetzt sowieso. Weil der verschwindet seine Power. Was bist du denn für ein Billo? Den fackel ich jetzt erstmal ab. Weißt du, ich sehe hier JB Monster und denke, der ist bestimmt stark und dann ist es so eine Lusche. Eine Hantel habe ich bekommen. Das ermöglicht es, dass dieses Monster einen zusätzlichen Stapel macht, plus Regeneration erhalten kann. Macht war doch hier, dass man Magie mehr hat, oder nicht? Oder was war Macht? Hier, Macht. Physische Skills. Auf physisch geht ja nur Sunny, ne? Also, ich könnte ihm die Hantel geben. Gibt halt auch Gesundheit drauf. Ich verbessere sie erst. So, ist hier hinter ihm noch irgendwas? Hier ist nochmal ein Raum, ja. Ich gucke erst unten. Habe ich ein Schattenbiom mit... Ach du Scheiße, Spinnen. Agiop. Okay, dann zeigt mal, was ihr könnt. Okay, Rüstungsbruch und Gift direkt bekommen. So, gegen was sind die schwach? Gegen Feuer. Ich mache aber trotzdem erstmal Säuresturm wegen Gift. Wegen Rüstung. Damit ich mehr Schaden mache. Und ich habe zwei direkt Frost verpasst, das heißt, ich kann mir den Eissturm eigentlich sparen. So, Eisspielsalbe. Den Eissturm mache ich ja nur, weil der die Frostchance am höchsten hat. Hä? Ich habe einen Schleimstatus oder was das ist. Fesse verringert die Chance auszuweichen. Okay, das ist böse. Feuersturm, los! Jetzt brennt ihr! Brennt! Oh, ein 19er Stapel. Das wird jetzt gleich so reinhauen. So, erstmal die Speersalbe. Einfach weil die Blutneid auch noch hat. Oder sie sterben einfach instant. Trollei, ich will so gerne wissen, was deren Fähigkeit ist. Ich öffne das jetzt einfach. Gib ihnen aber noch keinen Namen. So, Psycho, krieg mal bitte eine bessere helfende Hand. So, was kann der Troll? Schwerer Schlag. Ich hatte solche Hoffnungen. Dann ist das auch nur ein Billo. Okay. Ich muss mir merken, dass ich jetzt hier links hoch will. Ich will dieses Gebiet hier noch fertig erkunden. Oh, nein. Ich muss hier blind durch. Das ist hier mega geätzend. Und dann sind hier Trolle. Ihr macht euren Namen mal Ehre. Okay, das ist noch ein richtig großes Biom. Zwei Level-Up-Zeichen. Und hier kann ich, glaube ich, die Wand zerstören.
Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück und guck mir noch den anderen Weg an. So, Leute, hier oben ist offenbar nur eine Kiste. Eine Werkzeugkiste, die öffne ich aber sofort. Ich habe noch ein paar Trolle unterwegs geschlachtet. Kann ich eigentlich irgendwem ein Level-Up-Zeichen geben? Nö. Also jetzt niemanden, dem es irgendwo wichtig wäre. Leute, jetzt bin ich da, wo man hier 4 Schalter aktivieren muss. Hier ist auch direkt das nächste Biom direkt nebenan. So, jetzt brauche ich noch den für Erdops. Und offen ist es. Und ich bin gespannt, welches Biom wir als nächstes sehen. Okay, hier ist nur so ein Papagei-Boss, wenn ich das richtig sehe. Okay, ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, hier wäre das nächste Biom. Den bekämpfen wir einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.